Bei Protesten gegen eine Schließung des Brennerpasses für Flüchtlinge ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Die italienische Polizei setzte Tränengas gegen hunderte Demonstranten ein, die an dem Grenzpass zu Österreich Steine warfen und Feuerwerkskörper abfeuerten. Zwei Polizisten wurden, Polizeiangaben zufolge, verletzt. 10 Demonstranten wurden festgenommen. Die österreichische Polizei erklärte, an der dritten gewaltsamen Demonstration binnen eines Monats hätten sich mehr als 600 Demonstranten beteiligt. Bisher waren die meisten Flüchtlinge von der Türkei nach Griechenland übergesetzt und dann über die Balkanstaaten nach Zentraleuropa gereist. Seitdem dieser Weg versperrt ist, könnte die Passage über das Mittelmeer nach Italien für viele zur Ausweichroute werden. Sollte dies eintreten, will Österreich einen Zaun und ein Registrierungszentrum am Brennerpass einrichten. Deutschland und Italien lehnen eine Sperrung ab.